weiter geht's heute mit Wreckfest und wir machen heute weiter mit dem Demolition Racing. Endlich mal wieder ein bisschen auf der Fresse geben. Wir fahren mit dem Rocket, würde ich sagen. Weil, ja, irgendwie habe ich keinen Bock drauf, den Rocket. So, Werkstatt, Upgrades. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Vor allem erstmal Robustheit reinknallen. Ansaugstutzen haben wir nicht. Panzerung, genau. Das war das, was ich haben wollte. Ja. Alles mit. Nicht so ein Scheiß. So. Und dann gehen wir ein bisschen auf Leistung. Wenn er geht, wenn er kann, wenn ich kann. Gut. Und dann gehen wir heute rein ins den nächsten Lauf. So, geht es gleich los. Und dann gehen wir rein. Auch hier geht es wieder darum, mein Rennen zu gewinnen. Das wollen wir natürlich auch versuchen. Aber ich fand den Modus hier mit dem Bus tatsächlich ganz witzig. Also, das muss halt passend die Lücke finden. Also für mich eben, für euch in der letzten Folge am Donnerstag noch. So, wir sind jetzt momentan auf Platz 4. So, bekämpft ihr euch zweimal. Interessiert mich den Scheiß, ich fahre mein Rennen. Der eine uns ein bisschen an den Backe klebt jetzt gerade. Okay, wir sind immer zu nach. Wir beginnen die letzte Runde. Dann liegen überall noch Teile, aber das ist uns egal. Wir holen den Sieg hier. In dieser Strecke. Yes.
Ja, wir haben auch klar das stärkste Auto im Feld. Und holen es neu, kriegen noch einen Fahrerkäfig freigeschaltet. Aber Level 15 kriegen wir ja auch wieder neue Autos. So, ist das jetzt tatsächlich alles? Weil, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch. Ja, dann zeige ich euch noch ein, zwei Rennen. Das ist jetzt echt kurz. Cool. Also, jetzt Feierabend zu machen, macht keinen Sinn. Nö, ist ein Turnier. Macke. Dann zeige ich euch das Turnier heute. So. Gewinnt 2 von 4. So, mal wieder versuchen, wir sind der Crazy Tank hier vorne, der mit seinem SUV. Ach, hier geht's auch rum, okay. Ja, der will sich wehren hier, der Kollege. Das ist ein Ford Crown Victoria. Ehemaliger Polizeiwagen, glaube ich, was er gefahren hat. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, ein bisschen unübersichtlich die Strecke hier. Hier geht's weiter. Den hat es auf jeden Fall schon mal zerlegt und den Typen. Ich drücke euch alle die Wand, wenn ihr mich da fucken wollt. Ich glaube aber, das bin immer mein Abi-Stadt da vorne. Die sich hier wegkriegen und dann schon drauf gehen wollen. Wahrscheinlich aber auch jetzt komplett in den Gegenverkehr gecrashed sind oder in den Nachfolgeverkehr gecrashed sind. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Karre mehr Power und mehr Robustheit hat als alle anderen. Also hat schon über 10 Sekunden. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Naja, klar, die wissen auch, okay, ich bin der Führende, ich habe einen relativ großen Vorsprung. Wenn man mich wegfischt, dann ist er nämlich einfach mal weg. Man könnte vielleicht geschafft haben, doch noch irgendwie dieses Rennen zu gewinnen. Aber jetzt ist die heikelste Situation weg. Jetzt sind wir eigentlich auf einem guten Wege, wenn ich so ja was jetzt hier diesen Lauf zu gewinnen.
Gewinde. Yes. Laufen wir mal zwei Götter uns. So. Ein neues Derby-Schild, das brauchen wir nicht. Weil, wofür auch? Es ist eh nur Optik. So, Lauf Nummer 3. Servalex Zenpet. Das ist das nächste Rennen auf jeden Fall. So, das geht's. Ah, hier so ein amerikanisches Muscle-Car oder etwas Modernes hier. Sehe ich gerade. Wir sind schon mal sehr gut durchgekommen. Oh, Firebird hier. Auch wenn ich dein Auto mag, vergiss es, mein Freund. Während sich gerade meine Karre ein bisschen auflöst hier. Ja, die sind so ein bisschen sehr auf mich scharf. Das ist die Tür, die da gerade so raussteht. Sieht so aus, ne? Naja, ich habe den Pontiac da mal kurz weggedrückt. Und trotzdem führen wir nicht. Doch noch dieses Rennen, weil sie da von der Mama ist im rausgedrückt werden. Ja, da hinten sind sie wohl dran irgendwie. Ja, und das war auch ganz schön, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hätte mal wieder gerne so ein geiles Demolition Derby, aber ah, ist natürlich schön. Na egal, jetzt. Wir nehmen, wie es kommt. Kommen wir dann noch später im Laufe dieses Turnier, dieses Rennens hier. So. Auf jeden Fall führen wir. Letzte Runde. Etwa bei 20 Sekunden und ich kann ein bisschen halten, weghalten von denen. Das dürfte der Pontiac sein, der hinter uns steht.
Das war das zumindest. Es reicht trotzdem, um weiterzukommen. So. Neue Motoren, neue Stoßstange. Ja, kann noch nur wissen, ob die bedeutet. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall diesen Lauf jetzt mal geholt. So, es geht jetzt, glaube ich, weiter mit dem nächsten Lauf. Lauf Nummer 3. Ich glaube, 4 gibt es insgesamt. Oder sind wir schon im dritten? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Nee, nee, wir sind im Finale, ja. Stimmt, letzter Lauf. Gut, dann halten wir noch einen Lauf und dann sind wir für heute auch schon durch mit meiner Aufnahmesession. Ich muss jetzt auch gleich irgendwann los. Also, was heißt, in der nächsten halben Stunde. Noch ein paar Sachen zu erledigen heute. Starten wir rein. Ein bisschen hier. Oh, da hat er auf jeden Fall den Big Papa mitgenommen. Eigentlich war das ja nicht der Plan, mich wieder mit rauszunehmen. Aber wir kommen schon wieder rein. Wir kommen schon wieder zurück ins Rennen. Sorry, das war dein. Ach, geh mir nicht auf in Nüsse. Du hast aber auch gerade echt ein Problem mit mir, ne? Und das ist das Finale, ich will das Ding gewinnen. Da hat es auf jeden Fall einen erwischt. Da ist Big Papa. Den habe ich jetzt noch ein bisschen mitgenommen. Wir sind jetzt siebter. Also unser Ziel ist es wieder nach vorne zu kommen, diese Lippen zu ziehen. Aber da, es hilft natürlich besser, wenn die Jungs da vorne sich ein bisschen mitwegquetschen. Das ist doch gut, dass die KI das auch tut. So einen haben wir wieder weniger. Danke. Das ist quasi blind da reinballern. Blind da rein, jetzt hat doch irgendwie noch ein Auto mitnehmen und wir haben tatsächlich auch nicht Schaden schon gekriegt. Und vor uns also links davor, das ist der Rivale. Aber ich kümmere mich jetzt gerade ein bisschen um mein eigenes Ding hier. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack mit deinem Scheiß. Ja, die Frage ist, müssen wir führen mehr? So, und das war jetzt der Pontiac. 8 Sekunden ist er weg. Na, mal gucken, ob ich den mit dem Auto noch gefangen bekomme. Ja, wenn wir mal den Zustand mit dem Auto nachgefangen bekommen. Ich meine, da vorne ist er, aber
Aber wir haben noch eine Runde, das ist auch machbar. Ich hole mir den Typen noch, ich gewinne das Ding hier noch. Der Motor ist beschädigt, wir müssen irgendwie durchhalten, wenn ich das Auto jetzt. Da habe ich aber schön mit dem Arsch an die Wand reingekommen. Wir sind dran an dem Führer. Caveman Mike. Heißt der momentan Führende? Mit die Führung übernehmen wir jetzt und gehen tatsächlich hier durch. Da stand ein Auto. Der baut den Fehler ein und gibt uns so die Möglichkeit, das Ding jetzt tatsächlich doch noch zu gewinnen. Die Frage ist, wen hat's erwischt? Na, Sarge und Crashman haben es tatsächlich beide nicht weit durch das Rennen geschafft. Big Papa ist 12. geworden im Blade. Ach, was für ein Lauf, ey. Das wurde nur richtig auf die Fresse gegeben. Aber ist egal. So ist es halt in Wreckfest. Es geht halt genau darum. Oh ja. So, gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann sind wir nämlich durch für heute. Hier in Wreckfest. Da freue ich mich auch gerade drüber. Es hat noch definitiv Laune, das Spiel, das muss man sagen. Leider nur 2 Bonus-Szenen geschafft. Aber egal, wir haben es geschafft, wir haben den ersten Teil fertig. Und ja, morgen geht's damit weiter mit dem Banger Derby. Bis dahin und tschüss.